Ivo, ganz kurz zur sportlichen Situation des MSV. Der MSV ist auf Platz 6, 39 Punkte, heißt aktuell 7 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Ja. Kann ich wirklich befriedigend sportlich, denke ich. Gibt es eventuell neue Saisonziele oder wie siehst du die sportliche Situation? Ja, ich denke halt momentan, dass wir unsere Heimspiele normalerweise gewinnen müssten, wie jetzt zuletzt auch gegen Oberhausen. Man darf aber nicht vergessen, man hat viele Beispiele gesehen, ob es Bielefeld ist, Nürnberg letztes Jahr. Die hatten, glaube ich, 8 Punkte oder 9 Punkte Rückstand nach dem Auswärtsspiel bei uns hier, wo wir unentschieden gespielt haben und sind doch noch aufgestiegen. Ich denke, man sollte die Flinte nicht zu früh ins Korn schmeißen. Aber wie gesagt, wir stehen natürlich unter Druck. Und ja, die Spiele werden weniger und wir brauchen die Punkte. Ja, genau, jetzt heißt es nur noch in Serie siegen. Hoffentlich reichen zu Platz 3. Ja, ich denke mal, man hat 10 Spiele noch und wenn man davon dann, sage ich mal, 7 gewinnen sollte und mal einen Punkt da noch irgendwo holt, ich denke schon, dass wir dann noch Chancen haben. Bloß man muss halt langsam die Serie starten. Okay, dann komme ich zu dir, 2 Punkte hinter Potsdam. Wie ist die sportliche Situation nach deiner Einschätzung und was versprecht ihr euch? Ihr seid ja immer in den 3 Wettbewerben, in der Liga, wie gesagt, Platz 2, DFB-Pokal, Champions League. Wie sieht's aus? Wie ist deine Meinung zur aktuellen Situation des FCR? Ich glaube, wir haben noch nicht ganz gut gespielt diese Saison, aber wir stehen zweite, also das kann nur besser werden. Und wir werden auch endlich anfangen, besser zu spielen. Also ich glaube, wenn das klappt, dann haben wir gute Chancen, um Meister zu werden. Aber wir dürfen keine Punkte mehr verlieren wie in Essen. Also deswegen müssen wir anfangen, am Sonntag gegen Jena zu gewinnen und dann vom Spiel bis Spiel zu gucken und nicht so weit nach vorne zu gucken, weil im Match stehen ein ganz wichtiges Spiel auf unserem Programm und ich glaube, wenn wir von Spiel zum Spiel leben, dann können wir das gut machen. Ja, auch eure Situation ist ähnlich, denke ich auch, des MSV. Ihr müsst jetzt maximal bis zum Saisonende. Potsdam, wie gesagt, ist in allen 3 Bereichen noch vertreten. Alle 3 Titel werden auch, denke ich, über Potsdam und natürlich über euch und den FCR gehen. Das ist klar. Na, kommen wir kurz zum Frauenfußball-Niveau. Frauenfußball, ist das für dich ein Thema? Was hast du im Allgemeinen zum Thema Frauenfußball? Und wie siehst du vor allen Dingen im Besonderen die Entwicklung des FCR 01 Duisburg? Ja, ich sage mal zum Thema Frauenfußball. Früher hatten wir es ja nicht ernst genommen. Man sieht, wie der Frauenfußball sich jetzt auch weiterentwickelt hat. Auch vom Tempo her, vom Technischen her, früher war das alles nicht so. Und generell FCR Duisburg, ich bin ja auch oft genug da, gucke mir die Spiele an. Und sicherlich bin ich am Mittwoch dann auch im Stadion und drücke dann auch die Daumen. Ja, sehr schön. Das geht auch nur zusammen, denke ich. Wir haben 2 starke Vereine in Duisburg, FCR und MSV. Und schön zu hören, dass auch die Profis vom MSV sich interessieren für den Frauenfußball und vor allen Dingen auch für euch, dann für den FCR. Femke, nächste Frage, jetzt tauschen wir gleich, genau, der Ivo ist ja der. Habt ihr auch in der MSV-Arena gespielt, UEFA-Cup-Endspiel gegen Perm, ca. 28.000 Zuschauer waren dort, war eine Riesenstimmung, ich war auch da, muss ich sagen, war begeistert von der Atmosphäre. Ich gehe seit fast 30 Jahren zum MSV, ich muss wirklich sagen, Ivo, sei mir nicht böse, aber das habe ich sehr, sehr selten gesehen in den Jahrzehnten, eine tolle, wirklich warme Atmosphäre. Was erhoffst du dir denn bei dem Spiel? Das Viertelfinalspiel gegen Arsenal London findet ja auch statt in der MSV-Arena von den Fans und was erhoffst du dir sportlich gegen Arsenal London im Viertelfinale? Ja, ich glaube, wir können nicht erwarten, dass das Stadion am Mittwoch wieder voll ist, aber wir hoffen, dass ganz viele Leute zum Stadion kommen und uns helfen, in Halbfinale zu kommen, weil Arsenal ist eine ganz gute Gegner und das wird ein schweres Spiel, aber ich glaube, wir sind in die Lage, um das zu schaffen. Ja, davon gehe ich auch aus. Also ich drücke sowieso für beide Vereine ganz fest die Daumen. Auch für den FCR. Vielleicht jetzt noch abschließend. Im Ligabetrieb geht es weiter. Sonntag für beide Vereine. Ivo, wie ist dein Tipp für Sonntag bei Union Berlin? Sieg! Reicht. Alles andere wäre, denke ich mal, wir müssen auf den Sieg spielen. Alles klar. Und Femke, ihr gegen Jena um 11 Uhr im PCC-Stadion zu Hause in Homberg. Dein Tipp gegen Jena? Wir gewinnen 3-0. Sehr schöner Tipp. Ich denke auch ein 3-0 ist möglich für den MSV bei Union Berlin. Das nehme ich mal einfach so auf. Vielen Dank an die beiden. Vielen Dank auch an die Zuhörer hier. An die